Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Wir hatten ja in der Anwendung schon gesehen, was das Continue Statement macht. Nun möchte ich jetzt noch aufschreiben, was das Continue Statement macht, dass man einfach was hat und dann an der Hand hat und ein bisschen Erklärung hat. Ich werde das anhand eines Beispiels machen. In der Anwendung haben wir gesehen, dass mit einem For-Beispiel, jetzt möchte ich eine While-Schleife machen, nur um zu zeigen, dass es dort auch geht. Also mein Programm schaut also so aus, dass ich sage, okay, es gibt irgendwo eine Integer-Variable int und die ist i und zu Beginn wird die initialisiert mit 0. Okay. Und dann mache ich schon eine While-Schleife, eine sinnlose eigentlich, aber es geht ja um die Erklärung. While i kleiner 12, was machen wir da? Da machen wir was. Ja? Und zwar machen wir i++. Ja? Und hier da unten machen wir console.writeline. Jetzt würde die Ausgabe sein, eben 1, 2, 3, 4, weil es ist 0 ist kleiner wie 12, komme hier rein, erhöhe um 1, auf 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 wird ebenfalls noch ausgegeben. Okay? Das wäre das. Und jetzt schreibe ich hier hin, ja, if i ist gleich 4, okay. Dann continue. Strichpunkt. Was macht das Continue? Das hier bricht die momentane Iteration im Durchlauf der Schleife ab und startet die Schleife mit dem nächsten Durchlauf. Okay. Also wenn der i gleich 4 ist, springen wir zu continue. Was bedeutet das also? Also nächstes i gleich 0. Ja, in diesem Beispiel schauen wir uns die Ausgabe an. Daraus folgt die Ausgabe. Zunächst ist i gleich 0. I ist 0 ist kleiner wie 12, i ist 1, das schlägt nicht zu, 1. Ja? Dann, i ist kleiner wie 12, ja, weil es 1 ist, 2 schlägt nicht zu, 2. I ist kleiner wie 12, weil es 2 ist, 3 schlägt nicht zu, 3. Ja? I ist kleiner wie 12, weil es 3 ist, 4, das schlägt zu, 4 continue, ich komme gar nicht zu der Ausgabe. Ja? So, 4 ist kleiner wie 12. Ja, passt. 5, 5. Ja? Schlägt nicht zu. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und 12 auch noch. Weil 11 ist kleiner wie 12. Ja? 12, Ausgabe, passt. So ist die Ausgabe. Und hier 4 fehlt, da das Continue Statement die Schleife abgebrochen hat. Schleife in diesem, ich schreibe in diesem Durchlauf unterbrochen hat.
Das ist also das Continue Statement. Bricht eine Schleife ab, wenn die Moment einen Durchlauf der Schleife ab und fangt die Schleife neu an. Fertig. Das nächste Mal machen wir was anderes. Das nächste Mal machen wir Break Statement. Break Statement bricht ebenfalls die Schleife ab, aber wie schon gesagt, auf eine andere Art und Weise. Schauen wir uns das an im nächsten Video in einer Anwendung. Break Statement. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.